Tubular Bells 2, the number one album. Und steigt die Spannung? Oh ja, kann man so sagen. Es ist schon ein leichtes Kribbeln im Magen. Das Herz klopft ganz schön, ja? Ja, ein bisschen aufgeregt ist man, ne? Warum aufgeregt? Ja, wenn man nicht weiß, so richtig wie der Mac reagiert auch, oder? Der persönliche Sekretär Mike Oldfields bat zur Audienz. Der Star selbst, offenbar geübt im persönlichen Umgang mit aufgeregten Fans, zog zur allgemeinen Auflockerung Jonglierkugeln heraus. Und siehe da, einer unserer Zuschauer zeigte sich als wahrer Akrobat. Mike Oldfield selbst, nun, der kann auf jeden Fall besser Gitarre spielen als jonglieren. Wish, do you sign my disc? Yeah, sure. Anniche Kreuzer aus Wuppertal war auf das Autogramm von ihrem Idol bestens vorbereitet. Doch es gab auch drängende Fragen, zum Beispiel, warum hat Mike Oldfield eine Neuversion seiner Erfolgsplatte von vor 20 Jahren aufgenommen? You know, everybody asked me that. Jeder frage ihn das, doch die Antwort ist verblüffend ehrlich. Er habe die Plattenfirma gewechselt und wolle dem neuen Partner einen quasi garantierten Erfolg bescheren. Eine Neuversion von Tubular Bells sei da auf allgemeine Begeisterung gestoßen. How about me doing Tubular Bells 2? And they went, yeah! Dann ging es zum Soundcheck. Dabei standen die Fans noch unter dem Eindruck des Garderobenbesuchs. Ich denke mir mal, wenn ich so tagtäglich so irgendwo auftrete und dann kommen immer irgendwelche Leute in meine Kabine, das ist schon schwierig. Also ich fand das doch schon irgendwo sehr gut, dass er das eigentlich sehr locker gemacht hat. Ne? Weil mich würde das wahrscheinlich auch nerven. Aber doch nicht, wenn Zuschauer der aktuellen Stunde vorbeikommen. Die aufwendige Tonprobe warf eine Fülle von technischen Fragen auf. Kurz vor Konzertbeginn stand der Produktionsleiter Rede und Antwort. Wie viele Leute arbeiten insgesamt an diesem Aufbau, an dem Verlegen der Kabel und so weiter, was eben alles dazu gehört? Das heißt, hinter den Kulissen. Pro Tag, wir haben auf der Tour insgesamt 28 Leute, 28 Techniker, plus Busfahrer, plus LKW-Fahrer und nehmen uns dann örtlich nochmal dazu, immer so um die 16 bis 20 Leute, je nachdem, ob es ein schwieriger Weg ist oder wie der Ladeweg ist, zwischen 16 und 20 Leuten. Man hat jetzt den Riesenaufwand gesehen, der betrieben wird auf der Bühne und hinter der Bühne. Was kostet das eigentlich? Bei dieser Veranstaltung, da ist das Mike Oldfield ist, der ja technisch sehr anspruchsvoll ist für seine ganze, für die Musiker auf der Bühne, ist natürlich dieser Posten erheblich höher als bei, nennen wir mal ein Beispiel, Peter Maffay oder Jungs oder sonst irgendjemand. Reine Produktionskosten circa pro Tag hier sind so um die 150.000. Eine Erklärung für die Eintrittspreise bis zu 70 Mark für gerade einmal 75 Minuten Mike Oldfield. Aber schön war's.